Ja, der fliegt, ich glaube, jetzt ist er ein bisschen. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Mord. Ein 60-jähriger Mann dürfte heute Vormittag selbstständig den Notruf gewählt haben und der Polizei mitgeteilt haben, dass er soeben seine Frau ermordet hat. Der aktuelle Ermittlungsstand ist, dass der Mann ein 60-jähriger Mühlviertler ist und eine 59-jährige Mühlviertlerin. Die beiden haben in einer Lebensgemeinschaft gelebt, beziehungsweise seit 3 Wochen waren sie getrennt oder sind sie getrennt. Sie haben sich heute in dieser Holzhütte an dieser Örtlichkeit getroffen. Da dürften sie wollten sie noch eine Aussprache machen und diese Aussprache ist aber eskaliert bzw. in einem Streit geendet. Nachdem der Mann diese Tat vollendet hat hier bei dieser Holzhütte, ist er dann geflüchtet zu einem Kraftwerk in der Nähe von hier. Dort hat er dann selbstständig den Notruf gewählt und die Polizei und Rettungskräfte sowie Passanten konnten dann den Mann von der Außenmauer dieses Kraftwerkes rüberholen und festnehmen.